Alleine fasten ist nicht schön, zu zweit ist es besser. Wir haben sonst schon alles zusammen geschafft, das schaffen wir auch. Das ist super. Der Schleim wird aus 2 Esslöffeln dunklen, geschroteten Leinsamen hergestellt. Die Gemüsebrühe kann auf Pulverbasis sein, aber in Bioqualität. Das Gute am Fasten ist, dass eben Selbstreinigungsprozesse des Körpers in Gang gesetzt werden. Und das aktiviert wiederum Selbstheilungskräfte, damit wir ihre Entzündung am Fuß den Garaus machen. Mhm. Der Leinsamenschleim ist besonders wichtig, denn die Leinsamen enthalten Omega-3-Fettsäuren. Und die bessern eben die Entzündung. Genau wie Leinöl, Hanföl, Walnussöl und Walnüsse, fettreiche Meeresfische und Algen. Entscheidend wird sein, dass Sie nicht zu viele entzündungsfördernde Fettsäuren zu sich nehmen. Das sind Transfette aus industriell gehärteten Fetten und Omega-6 im Übermaß. Aus Sonnenblumenöl zum Beispiel. Lebensmittel, von denen er zu viele isst, verrät sein Ernährungsprotokoll. Weizenprodukte, Wurst, Fleisch, Käse, fetthaltige Snacks und Süßigkeiten. Das ist das, was Sie innerhalb einer Woche gegessen haben, was die Entzündung in Ihrem Körper leider fördert. Tja, so gesehen. Nach einer Fastenkur mit Darmreinigung soll der 60-Jährige flexitarisch essen. Hauptsächlich Gemüse, Salat und mehr Fisch als Fleisch. Dafür habe ich Ihnen eine Mappe zusammengestellt mit Camper-Rezepten. Das ist sehr stark, vielen Dank. Gucken Sie mal durch. Steinpilzrisotto, Melonensalat, Brokkoli-Linsen mit Makrele. Ist da was für Sie dabei? Das ist alles für mich. Das ist alles gut. Einfache Campergerichte mit wenig Zutaten, wie ein Tabouleh-Salat mit Feta vom Grill oder Kichererbsen-Curry mit Tofu. Die Rezepte gibt es bei den Ernährungsdocs im Internet. Um seine Fußmuskulatur zu stärken und die Entzündung zu schwächen, zeigt ihm die Medizinerin eine Spezialübung mit einer Zeitung. Jeder kleinste Muskel wird jetzt aktiviert und trainiert. Ganz schön anstrengend. Fußtraining, Fastenkur.